Hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge hier bei Kettle und Cops. Ja, mal kurz reinschauen im Menü. Feld. Besitz. Feld 5, glaube ich. Jo. Wenn ich so schaue, Dünger. Düngermäßig, ich würde mal meinen, ist top. Bei Kalium sind wir dicht an der Obergrenze. Feld 1. Sieht ja allgemein schlecht aus. Und Dünge. Status. Bei Feld 3 ist alle ein bisschen besser. Ich werde jetzt Feld 1 nochmal düngen. Und Aussaat. Und zwar, weil da brauchen wir viel Dünger. Und da werde ich mal schauen. 100 Tagen. Das wird gleich fertig kriegen, ne? Ja, beim Wechseln geht ganz schön viel, ne? Aber ist halt so, ne? So, abstellen. Bremse, P. Zack, geht nicht. Bisschen andersrum, ja, und dann bisschen mal nach rechts. Passt schon. Ja, dieses Feld ist ja gegruppert, hat schon der Vorbesitzer getan. Wir haben es der Gruppe gekauft, von daher schon mal einen kleinen Vorteil. Von den Monatstagen, also vom Montag her, bisschen weit fortgeschritten, aber trotzdem müssen noch gehen. Heute haben wir den 22.3. März und das soll nur, was ich gelesen habe, 100 Tage entsprechend noch wachsen. Ja gut, 100 Tage kann ich nicht schlafen, ne? Und rund 3 Monate ungefähr, bisschen mehr. Also im Prinzip jetzt ist März, also April, Mai, Ende Juni, pauschal. Gut, eingeschaltet ist. Gas. Mal schauen, wie sich das hier so hat. Ja, die Aussaat klappt. Die Tastatur verändert sich schon mal. Bei den Grubbern sieht man nichts, weil ja da schon gegrubbert wurde. Aber wie gesagt, geht ja ums Auflockern, ne? Ich sag mal, ein Feld bringt wieder mehr Ertrag, also mehr verkaufsbare Güter zu, hinterher, ne? Man hat, würde mehr verdienen. Ich habe mir das leider nicht gemerkt, was wir letztes Jahr verkauft haben an Roggen. Mal schauen, was Weizen so bringt, ne? Kurz abbremsen. Anheben. Hier ist ein bisschen eng. Wir müssen den Förster Bescheid sagen, die Bäume zu entfernen, ne? Dass sie ein bisschen mehr Platz haben zum Wenden. So. Geht schon, ne? Ja. Mit einem Feld haben wir schon 5 Felder nachher, ne? Das sieht schon groß und ganz gut aus. Ja, das sind aktuell 400 Kilogramm pro Hektar. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Wert. Nachbarfeld ist ausreichend, kann man sagen. Vielleicht noch einmal ganz kurz düngen, Stickstoff und Phosphat. Kalium reicht aus. Gott sei Dank auch, ne? Bisschen abbremsen. Können ja hier ein bisschen langsamer fahren. Hier wirklich gegen den Baum fahren, ne?
Der rollt ja allein rückwärts. Unser MB-Truck. Gibt es ja drei Sorten zu kaufen von der PS-Leistung her. Ich habe den stärksten als Haupt als Hauptmaschine, kann man sagen. Ja, aber die Aussaat macht doch viel Arbeit, ne? Mit unserem kleinen Gerät. Ich glaube, größere haben die gar nicht. Müssen wir eigentlich bald Saatgut Überladewagen herbringen, ne? Aber sowas gibt es hier, glaube ich, gar nicht. Aktuell läuft die Zeit mit 3 Geschwindigkeit. Ist schon okay. Wenn halt dunkel wird, gehen wir halt schlafen, ne? Ist halt so. Ja. Ja, noch draußen wird Frühling, ne? Lange hell, ne? Aber denk mal bald, stellen wir die Uhr wieder um, ne? So, Kaninchen. Aber hier sind die ganz schön klein. Oh, nee. Vielleicht müderig. Jo, ist soweit. Ja, die gestrige Nacht zu wenig geschlafen. Aber heute werde ich garantiert sehr gut schlafen. Ich weiß nicht warum, aber die Nacht zum Montag ist für mich nichts. Jetzt kurz gucken. Dünger müsste ausreichend sein. Ich weiß gar nicht, ob wir Hof noch Dünger haben. Ich glaube schon. Mal gucken. Bremse. So. Oh, Hafen. Gute Ansicht bekommen. Ansehen bekommen. Schön verkauft. So. Das nicht. Beim Geld. Heute haben wir nichts gekauft. Diesen Jahr noch nichts gekauft. Gar nichts. Hier kommen wir aktuelles Jahr. Gestern, heute. Gibt es ein aktuelles Jahr? Ach hier, Getreidelage. Dünger haben wir drinnen, Phosphat. Brocken haben wir noch 5000. Das kriege ich nicht raus. Das ist eine Palette. Saatgut habe ich draußen gehabt, das ist besser. Der Rest ist für Tiere. Paletten ist noch für Dünger. Quatsch, für Saatgut. Aber hier. Dünger habe ich keinen da. Leider. Ich habe nur ein bisschen Saatgut da, aber ob ich das rauskriege, glaube ich eher nicht. Ist schon eher das Problem. Das ist schwierig. Schon letztes Mal nicht rausbekommen. Muss ich mal schauen, dass ich ein bisschen Rest drin behalte, dass ich da vielleicht dadurch was reinkriege. Kann sein. Probieren geht um Studieren. Denn Saatgut ist ganz schön teuer. Da habe ich viel bezahlt. Aber Dünger wird sowieso nicht reichen. Dieses Feld gerade so. Der muss noch für 3 Felder reichen. Also. Düngermäßig, ne?
Da können wir auf 350 zurückgehen, das geht auch, reicht auch. Gehe ich mal auf die Bremse. Ja, heute mache ich auch nur 3 Folgen, das reicht auch. Morgen dann die 4. Morgen ein bisschen mehr Zeit. Morgen. Gut, ja. Überstunden wollte ich machen. Weil heute war ich noch im Autohaus. Aber es ist cool, ich habe mich aufgehalten, ein bisschen gequatscht. Wie halt so ist, ne? So geht die Zeit weg, ne? Aber gut. Haben sie mal die Zeit auch nehmen, ne? Aber Autohaus mal auch kurz reden und quatschen. Wie gesagt, Autoreparatur, Auto gezeigt. Oh, Wahnsinn. Stoßdämpfer nach 15 Jahren, ja, gut. Kommt hinten bestimmt auch bald. Oh je, Regen. Die kriegen jetzt Regen. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie Auswirkungen hat auf der Rutschpartie, ne? So. Wow. Also ob nur ein Schauer ist oder kräftiger Regen kommt. Na, solange wir die 15 km/h fahren können, passt schon. Jo. Ja. Da düngt mir, wie gesagt, oder hier die Arbeit hier mit Aussaat hält auf. Leider haben wir keine größere Maschine da, ne? Tja, wollen wir uns mal einen KI-Bauer leisten können, also einen, der uns hilft. Ja, steckt nur Stern, ne? Solange wir genug Zeit haben, das ganze Jahr. Werden wir da keinen extra einstellen können. Sei dann arbeiten die jetzt, rein technisch gesehen, zweiten Mann brauchen, ne? Maishäckler zum Beispiel, da wäre es ja angebracht, ne? Aber hier bei der Aussaat, sind die Bäume gepflanzt. So, runter und Tee. Da brauchen wir ein bisschen Schwung, ne? Ja, der Rechner meldet sich, der macht heute kochen, ne? Ja, tacken wir mal bald. Aber der Akku sieht gut aus. Großen und Ganzen kommen wir gut hin. Ja, die 3 Felder noch, ne? Ja. Und bereit machen wir ein Ausheben. Und rüber, nächste Bahn. Hier sind die Krähen aktiv. Soll aber nicht stören, ne? Hier mal Fluss bis schneller gehen. Machen wir hier Minus. Höchstens nur Bindestrich ist, ne? Probieren. Ja, stimmt. Also nicht rechts bei den Zahlen, sondern in der, wo die Buchstaben sind, ne? Da gibt es auch ein Plus und ein Minus, ne? Praktisch bei der Enter-Taste mehr oder weniger.
Längerfristig gesehen braucht man einen größeren Traktor. Der kostet aber um die 200.000, glaube ich. Oder? Bremse. Ende. Also einen kräftigen Traktor mit viel PS. Also 380 PS würden kosten 250.000 Euro. Der kann, und vorn kann er auch 3 Punkt. Also hier, also Mähwerk praktisch fahren. Der kleine ist mit dem Schwächer. 145 PS. Kann er auch mehr? Der ist nur in beiden Klassen. Tja, also 145 ist ein wenig. Und 180 habe ich jetzt schon. Und dann so ein Ballenpresse brauche ich ja an PS-Zahl 150. Ne? Also da ist eine Grenze. So, und ein Deutz Fahr kostet 150.000. Hat 238 PS. Ja. Und wie gesagt, die Einheit für sechs Meter, zweimal, wie ist es zweimal? Ach hier. Ach so, für Mais. Körnermais könnte man machen, das wäre möglich. So. Tja, ansonsten. Rebell Classic. Zum Gruppern, ne? Leider auch nur 25, ne? Und hier wäre ein Lenten Aussaat 3 Meter 6. Müsste für Mais normalerweise sein. Ne? Und hier ist ein Lenten. Müsste ein Grupper sein, ne? Aber wie gesagt, nur 8 cm, ne? Das ist nichts. Ein Gerät nur 8 Meter, ja, immerhin. Ne? 8 Meter wäre nicht schlecht. Tiefenlockere, dann haben wir noch einen Lepton Zirkon. Bis 6 Meter. Gewicht, Tiefe haben wir nicht. Kreisel. Das ist Kreisel, das ist so mit der, was sich dreht. Dünger haben wir noch ein Gerät, ne? Ja. Ja, ja gut. Traktor 150 PS. Wird aber mehr Regen hier. So, haben wir jetzt Uhrzeit? Oh, Zuschauer, das soll es auch schon vor heute gewesen sein. Ich habe ein bisschen geguckt, ein bisschen geplant. Oder ein bisschen meine Sachen dargelegt, was ich mir überlegt habe bis jetzt. Was für Ziel ich jetzt demnächst habe, Traktor 150.000 wird eine Herausforderung. Dann seid mal tschüss, ciao, ciao. Ja, ich mache hier dann morgen weiter, vielleicht lässt er ihn danach, oder ich muss jetzt mal Dünger nachkaufen, ne? Weil das ja, ich weiß nicht, ob das Auswirkungen hat, ne? Sag mal tschüss, ciao, ciao. Und nochmal vielen Dank, schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter, hier. Kettle und Kopf. Wer Lust und Laune hat, ich bin da. Tschüss.